So, ich glaube, ich bin gerade vom Stream geflogen. Ich glaube, er müsste jetzt wieder an sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich mache trotzdem einfach mal weiter. Ich werde es ja dann im Chat sehen. Hier mixt der Barmann seine Drinks? Hey, wake up! Naja, der Stream ist ganz kurz abgekackt. Es wird mir angezeigt, dass ich wieder live bin, also müsste ich jetzt eigentlich wieder auf dem Stream sein, wa? Tut mir leid, sowas passiert manchmal. Aber wir sind ja wieder da. Okay, ich habe gerade mit dem Kickertisch geredet. Nicht geredet, ich habe mir den angesehen. Und jetzt gucken wir doch mal, ob wir den Löffel hier nehmen können. Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Also ich dürfte jetzt wieder da sein, ne? Ich hoffe es zumindest. Ja, tut mir echt leid. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Einen Stinkdrink, bitte. Einen Stinkdrink, bitte. Ein Stinkdrink kommt sofort. Wie nett, sogar mit Strohhalm. Nur, was riecht hier so komisch? Ist jemand gestorben? Ach cool, wir haben jetzt einen Strohhalm. Und was stellen wir damit an? Keine Ahnung. Harvey? Erinnert dich dieser Strohhalm an etwas, Harvey? Du konntest damals prima Spuckekugeln machen. Damit hast du immer Alfred besudelt. Cool. Dann müssen wir uns in die Vergangenheit tempomorphen. Nein, Edna. Nein? Du darfst meine übernatürlichen Kräfte nicht zu deinem Vergnügen missbrauchen. Och, bitte. Große Macht gibt große Verantwortung, Edna. Kennen wir doch irgendwo her, oder? Willst du einen Schluck? Frauen und Kinder zuerst. Soll ich das jetzt trinken? Kann ich das benutzen? Nehmen. Schäm dich. Wieso? Was hab ich getan? Angefangen zu existieren. Pfui. Ich ferkel. Ich muss verrückt sein. Ihhh. Geht es dir gut? Edna, sag doch was. Die Rothäute haben das Fort umzingelt, Colonel. Oh, Gott sei Dank, alles wieder wie vorher. Wie war der Drink? Durchwachsen. Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinkdrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Bäh. Ja, cool, wir haben eine Fliege. Können wir die jetzt in den Strohhalm Wenn stopfen? ich bedenke, wie leicht das hätte passieren können. Irks. Gut, wir haben eine Fliege, wir haben ein Glas und wir haben einen Strohhalm. Können wir ihn vielleicht bearbeiten mit der Ich Schere? werde mal die Öffnung vergrößern. Upsi, na, das wäre ja fast in die Hose gegangen. Haben wir ihn jetzt kaputt gemacht?
Gucken wir mal, was Peter und Petra so anstellen. Aber wir brauchen ja noch irgendwie Kleingeld für den Kaffeeautomaten. Damit wir einen schönen Kaffee für den Herr Bienemann holen können. Und damit seine Ohrenschmalzproduktion anregen. Das sieht ja schon so ein bisschen aus wie Bernstein. Ach, die beiden sind glücklich. Das ist ja niedlich. Lieber nicht. Ich will die romantische Stimmung nicht kaputt machen. Warum nicht? Kaputt machen ist immer gut. Ach, halt die Klappe, Harvey. Davon verstehst du nichts. Ach, Harvey. Wie süß. Ich bin doch eine ausgekochte Kupplerin. Wie glücklich die beiden doch aussehen. Naja, sie zumindest. Okay. Gut, wir haben hier ein kaputtes Telefon und da haben wir den passenden Hörer dazu. Vielleicht können wir da jetzt was mit dem Typen anstellen. So, mein Lieber. Drogenfahndung. Hände hoch! Ich muss dieses Telefon konfiszieren! Niemals! Da könntest du ja gleich mein Herz konfiszieren! Meine Seele! Und die Luft, die ich atme! Mann, komm mal runter, Alter! Ich glaube, so geht's den meisten Leuten heutzutage mit ihren Handys, oder? Hallo? Hallo! Hallo! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Ach, okay, das geht also immer noch nicht. Ist nicht so wichtig. Telefoniere ich weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo? Bist du noch dran? Können wir hier jetzt endlich umschalten? Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und verkaufen. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Ich sehe einen Zusammenhang. Gucken wir doch mal. Hallo? Hallo! Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Sieh mal, Juppie, es ist ein Junge! Wie bitte? War nur ein Scherz. Oh nein, nicht schon wieder! Das Telefonat! Hallo, bist du noch dran? Was sagst du? Was? Alles verloren? Ja, verstehe. Gut, bis dann. Wolltest du nicht telefonieren? Bitte. Jawohl. Wusste ich doch, dass noch irgendwo was fehlt. Alles klar. Telefon, Telefon, ich hab ein kaputtes Telefon, Telefon. Was war das? Fest an der Wand verschraubt. Aber das ist halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Was? Wir haben den doch. Ach, hier, ein Münzschacht. Super, wir haben eine Münze. Harvey funktioniert ohne Münzeinwurf und Strom. Gut zu wissen. Gut, ab zum Kaffeeautomaten. Bienemann, der war... War der hier? Oder hier? Oder hier? Ich glaube hier. Da war er. Und dahinter müsste sich ja dann auch der... Oder war das in der Bar? Nein, hinter der Bar. Da ist die Tür. Ich sehe sie doch.
Haben wir hier eigentlich auch einen Lichtschalter? Einen Aschenbecher haben wir hier auf jeden Fall. Das soll ein Aschenbecher sein? Sieht eher wie ein Bauchwegtrainer für Würgeschlangen aus. Aber wir haben hier keinen Lichtschalter, ne? Stuhl haben wir noch. Ist das nicht... Ja, es ist ein Stuhl. Gut. Die Becher scheinen alle zu sein. Der Kaffee läuft einfach durch. Nein. Hier, Becher. Da kommen die Münzen rein. Haben wir jetzt noch eine Münze? Nein, müssen wir uns jetzt eine neue holen oder was? Okay. Hoffentlich ist da auch noch eine. So, den Hörer haben wir zum Glück noch. Puh, scheinbar hat jemand in meiner Abwesenheit versucht zu telefonieren. So ein Glück. So, her mit der Münze. Hey, da ist eine Münze drin. Ja, dann nimm die doch, du. Wechselgeld. Danke. Kann man eigentlich noch hier unten lang? Nee. So, nu aber. Wo willst du denn hin, Fräulein? Kaffee. Gut, wir haben Kaffee. Nein, noch nicht. Müssen wir auch wieder rausnehmen. Jetzt haben wir Kaffee. So, lieber Herr Bienenmann, ich hab da was für dich. Guck mal hier, ganz was Feines. Hier, ich hab dir einen Kaffee gebracht. Sehr aufmerksam. Und nun? Ohrenschmalz. Gut, und das bringen wir jetzt den Professor und verkaufen dem das als Bernstein. Und dann kriegen wir hoffentlich eine Fahrkarte für das Wäscheliftsystem. Ich habe da was für dich. Oh, Bernstein! Aus dem peruanischen Bernstein-Minen. Bernstein? What a pity. Da ist kein Bernstein-Einschluss drin. So ist es für meine Deno-Zucht-Programm unbrauchbar. Du kannst es wieder haben. Aber such ruhig fleißig weiter. Dann wird schon bald meine Deno-Armee über die Globus marschieren. Gut, DNS, DNS, da ist DNS. Können die einfach reintunken? Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. Es sieht ein wenig aus wie eine Mücke, die in Baumharz eingeschlossen ist. Sehr schön. So, jetzt nochmal. Ich habe da was für dich. Oh, ist das zu fassen?
Dino-DNS in Bernstein eingeschlossen, wie es sich gehört. Genau das, was ich für meine Dino-Suchprogramm benötige. Darf ich das behalten? Was bekomme ich denn dafür? Das Einzige, was ich entbehren kann, ist mein Ticket für den Wäschelift. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernstein mähnen. Kommen wir ins Geschäft. Abgemacht. Deal. Das soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel. Sehr schön. Da ist die Nummer 3 drauf. Ja, super. Gucken wir doch mal, ob wir es mit dem Wäschelift-System fahren können. Hier, unser Freund. Kann man ihm mal ein Messer zeigen? Du? Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Achso, das muss ich dem wahrscheinlich so wieder in die Hand drücken. Dann mach bitte auch den Kartenkontrollbereich für andere frei. Kleiderbügel. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, das ist ein gültiger Fahrschein. Aber du bist noch nicht an der Reihe. Stell dich hinten an und warte, bis deine Nummer aufgerufen wird. Was? Du hast Ticket Nummer 3, dran ist aber die Nummer 2. Ach, das ist doch Käse. Das System irrt niemals. Ja gut, der Einzige mit Kleiderbügel ist jetzt noch der Alu-Mann. Und Herr Mantel haben wir ja noch nicht gefunden. Alu, guck mal. Entschuldige bitte. Ja, mein Kind. Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist. Aha, und jetzt willst du tauschen. Das wäre supi. Na, wenn's dich glücklich macht. Danke, du bist ein echter Freund. So wird's gemacht. So, jetzt aber. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, du darfst passieren. Herr Mantel. Harvey, was hältst du davon? Da kommt der nächste Ausgang. Wie? Ich wollte doch noch mit Herrn Mantel reden. Hallo? Haben wir hier einen Lichtschalter? Erstmal nochmal hier zu Herrn Mantel. Und los geht's! Hallo da drüben! Oh, eine neue Nachbarin. Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name? Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Ihr Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Seh schon. Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt
insgesamt 3 Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat man einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du nicht, wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Okay. Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Okay. Wie sie da hängt, ey. Das ist ja zu geil. Harvey? Was hältst du von dem da, Harvey? Ein wenig zu farblos für meinen Geschmack. Da kommt der nächste Ausgang. Wir wollen aber jetzt zu dem einen Ausgang, wo wir schon drin waren. Gut, Harvey. Was hältst du Mantel? Von dem? Hallo da drüben. Oh. Nein. Hier, kommt Ausgang. Nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja. Irgendwie hab ich auch das Droh. Ja, laber. Gut. Das ist zu fest eingepackt. Ah, vielleicht mit der Schere? Was? Das gibt's doch nicht. Die Schere hinterlässt nicht mal einen Kratzer. Wenn ich doch nur Benzin für die Kettensäge hätte. Ja, schön wär's. So weich. Mit Schmusi weich Ultra gewaschen? Nein, mit 1000 Tesla Gamma bestrahlt. Ach ja, atomfrisch. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde jemand ständig das Licht brennen lassen. Wir waren das nicht. Kilowattstunden. 21.914 Kilowattstunden, 21.915 Kilowattstunden, 21.855, 21.916 Kilowattstunden, 12, 1.000.000, 335, 12, 21.300, verflixt, verzählt. Wenn man den Stromzähler so leicht aus dem Konzept bringen könnte, das wäre mal schön. Ja, gut. Hier ist eine Tür. Da ist der Wäschelift. Da ist noch eine Tür. Und da hinten. Das Flurende. Gehen wir doch mal erstmal in die erste Tür hier rein. Schon wieder so dunkel hier. Ein Badezimmer. Wie sehe ich eigentlich aus? Komisch. Irgendwie dachte ich, ich sei blond. Ja, mit Senf wirst du blond. Fitness? Ach so. Aber Schlüsselbuch. Auch gut. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Ich wollte nie Feuerwehr. Ich war im.
Entschuldigung, aber sie stehen auf mir. Oh, das tut mir leid. Ja, ich stand eben tatsächlich eine Zeit lang auf dem Schlauch. Können wir den benutzen? Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher... Haben wir irgendwas mit, dass wir das benutzen können hier? Okay, ich habe einen Plan. Wir bringen der Schlange einen Cocktail. Aber das Schirmchen tarnen wir als Obst und das Obst als Cocktail. Und wenn sie sich dann am Obst verschluckt, überfahren wir sie mit dem Motorrad. Jetzt brauchen wir nur noch das Motorrad. Es sollte rot sein. Gut, ja. Okay, ich habe einen Plan. Wir verkleiden den Strohhalm als Schlangentänzerin. Wenn die Schlange dann hypnotisiert mit ihrer Rassel klappert, laufen wir einfach weg. Selbst wenn dein Plan aufgeht, wir hätten nichts gewonnen. Aber auch nichts verloren. Okay, ich habe einen Plan. Wenn die Schlange die Wand hochkrabbelt, stülpst du das Glas drüber. Aber sie krabbelt nicht. Geduld. Okay, ich habe einen Plan. Du lenkst die Schlange ab. Ich telefoniere derweil mit dem Anwalt der Schlange. Wir reden über dies und das und wenn ich aufgelegt habe, bin ich so aufgewühlt, dass ich nicht mehr weiß, wie der Plan angefangen hat. Okay, ich habe einen Plan. Wir kneten ein Brot um den Kleiderhaken. Und wenn die Schlange dann Marmelade drauf schmiert, beißen wir rein. Aber dann sind wir in unsere eigene Falle getappt. Der Plan ist nicht perfekt, na und? Von dir habe ich noch gar keine Vorschläge gehört. Oh, so ein paar coole Ideen hat er schon, ne? Okay, ich habe einen Plan. Wir füllen Leim in den Topf. Dann stellen wir den Topf über die Tür. Wenn die Schlange dann ihren Bau verlässt, um zur Arbeit zu gehen, springen wir aus unserem Versteck und werfen mit Konfetti. Okay. Wie war der Anfang noch gleich? Was? Du hast nicht mitgeschrieben? Verflucht. Okay, ich habe einen Plan. Wir legen den Topflappen hier auf den Boden und wenn die Schlange danach schnippt, trittst du ihr auf die Hände. Worauf wartest du denn noch? Auf die Pointe. Ja, wenigstens hat er ein paar Ideen, ne? Genau, schön erstmal mit Ketchup und Senf einschmieren. Nimm das, Schlange! Habe ich jetzt ein Stück abgeschnitten? Nee. Ach, schade. Okay, ich habe einen Plan. Wir gehen in die Politik und verfassen ein Gesetz, das alle Schlangen in Brombeeren verwandelt. Sobald das Gesetz verabschiedet ist, springen wir hinter dem Parlamentsgebäude hervor. Der Rest ist warten und Brombeeren pflücken. Die, die nach Wasserschlauch schmeckt, ist unser... Ich weiß nicht. Ich hasse Brombeeren. Dann muss ich dich leider ausschalten, Edna. Du gefährdest den Plan. Also, so langsam wird er gefährlich, der Hase. Okay, ich habe einen Plan. Wir knistern mit dem Papier. Wenn die Schlange dann erschrickt und ihre Mülleimer vor die Tür stellt, laufen wir hinter ihrem Rücken in die Wohnung und schlagen die Tür hinter uns zu. Okay, los geht's. Die muss taub sein. Zu herrlich, ey. Mit Gabel und Messer pieksen bringt auch nichts. Okay, ich habe einen Plan. Wir locken die Schlange in die Wüste Gobi. Wenn sie kurz vorm Verdursten ist, stauen wir den Yangtze Kiang direkt an der Quelle. Sobald die Wüste überflutet ist, fischen wir die Schlange mit einem Kescher aus dem Wasser. Mir gefällt es nicht, wenn ein Plan zu einfach klingt. Zu einfach, ja. Okay, ich habe einen Plan. Ich lenke die Schlange ab. Du schleichst dich von hinten an sie ran. Und während ich ihr an der Zunge ziehe, klickst du ihr auf den Hypothalamus. Was ist? Warum schleichst du nicht? Ich überlege noch, wo hinten ist. So, noch ankritzeln. Ja gut, dürfte erstmal reichen. Wir haben noch ein paar andere Türen hier. Gut.
die nächste Tür. Eieiei. Licht. Ein Mülleimer. Leer. Schade. Alarmknopf. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Feige, feige. Edna! Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Glück gehabt. Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Dann nimm dich auf. Absolut, ey. Hallo, Prinzessin. Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Was ist das denn für einer? Reinigungskraft, Wärter, ich bin ein neuer Therapeut. Ich bin ein unmögliches Tentakelwesen aus der Zwischendimension. Warte, antworte nicht. Du bist Edna, stimmt's? Hey, woher weißt du das? Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Okay. Der kennt uns offensichtlich schon irgendwie. Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Wir dürfen gleich nicht vergessen, mal eben zwischenzuspeichern. Nicht, dass hier irgendwie da was passiert und wir dann ganz von vorne anfangen dürfen. Aber erstmal reden wir hier zu Ende mit dem... Was weißt du noch über mich? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Gut. Andere Seite des Gitters, ich denke mal, mit dem Wäscheliftsystem wird das wohl klappen, wa? Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Sag es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Okay. Kopie des Generalschlüssels. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck, einen Ofen, um den Ton zu brennen, und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Okay, Ofen haben wir ja gesehen. Der ist unten im Keller. Da könnten wir auch Ton kriegen, weil der Butler da auf eine harte Tonschicht gestoßen ist.
Was brauchen wir noch? Dann brauchen wir eigentlich noch Gold. Und das finden wir wahrscheinlich. Müssen wir dem König irgendwie seine Medaille abluchsen. Okay. Vehikel, das können wir später noch klären. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Ja, warum sitzt du hier in der Einzelzelle? Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Okay, vielleicht sollten wir den lieber da drinnen lassen, dann. Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben, schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Erstmal ja. Auf deine Hilfe kann ich verzichten? Ich muss weg. Eigentlich nicht. Frisch die Freiheit. Ich glaube nicht, dass ich frech zu dem werden möchte, wenn er so gefährlich ist. Gut. Wir haben ja noch das Ende des Flurs. Okay. Da liegen zwei Leute im Bett. Hallo, ihr zwei. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Wer seid ihr? Ich bin Moti. Und das hier ist mein Zwillingsbruder Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Ja, nee, das hast du sicher klar schon erkannt. Hoti und Moti? Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber das hast du sicher schon erraten. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen. Die sind rund wie Ping-Pong-Bälle. Auf zu lügen. Was sitzt ihr hier herum? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. Aber die Betten sind alle gleich. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Aber mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier hat als einziges ein Laken. Ja, kaum zu unterscheiden, die beiden. Hm? Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für zwei Pullover ist es doch viel zu warm. Klingt logisch. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja, ja. Er war schon immer ein wenig verrückt. Lass mich raten, der ist amerikanischer Ureinwohner. Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee. Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Ach so. Die weichste Decke, die brauchen wir bestimmt, damit wir uns nicht die Beine brechen, wenn wir dann da rausspringen aus dem Wäschelift. Bis später. Hau rein. Und grüß mir die Freiheit, wenn du sie findest. Können wir die nicht irgendwie hier im Stinkdrink? Wollt ihr mein leeres Cocktailglas haben? War da etwa Stinkdrink drin? An deiner Stelle wäre ich vorsichtig damit. Es gibt seit neuestem einen Zusatzartikel im Sondermüllgesetz. Darin geht es ausschließlich um leere Stinkdrinkgläser. Und was steht da drin?
Hier, wir sägen euch auseinander. Vielleicht könnte ich die beiden trennen. Aber ich will sie nicht verletzen. Ach, warum nicht? Harvey, was sagst du denn? Was hältst du von den beiden, Harvey? Es fällt mir schwer, sie auseinanderzuhalten. Eine Schere. Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei. Wow. Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Auf jeden Fall. Wollt ihr jetzt nicht gehen? Was ist los? Ihr seid befreit. Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte. Oh, diese Fülle an Möglichkeiten. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Die haben wohl keine Lust. Gut, dann können wir die mit irgendwas wegjagen. Papierkügelchen bespucken. Wollt ihr meinen Strohhalm haben? Ist es eine Spezialanfertigung für siamesische Zwillinge? Woran würde ich die erkennen? An der USB-Schnittstelle und der digitalen Überdruckanzeige. Oder einfach an den zwei Mundstücken. Ich fürchte, es ist ein schnöder Einmannstrohhalm. Dann kannst du ihn behalten. Ja, vielleicht ein Bugs auf den Kopf. Spielt ihr Polo? Oh, schon lange nicht mehr. Es ist nicht so einfach, siamesische Zwillingspferde zu finden. Ich hab euch doch gerade getrennt. Na gut. Vielleicht sind sie ja verschwunden, wenn ich jetzt einmal raus und wieder reingehe. Nein, die hocken immer noch da. So, was war hier nochmal drin? Achso. Gut. Jetzt haben wir die beiden getrennt und weiter. Nichts von denen gekriegt. Und los geht's. Sollen wir sein Weiß mal ein bisschen beschmutzen? Hier. Oh. Da kommt der nächste Ausgang. Ist der Mantel nicht mehr so weiß. Ich glaube, er ist leicht angefressen, so wie er uns anguckt. Ja, wir sollten mal lieber... Was hältst du von dem da, Harvey? Ein wenig zu farblos für meinen Geschmack. Da kommt der nächste Ausgang. Gut. Wie jetzt weiter? Erstmal speichere ich. So, hätten wir das auch. Ist jetzt nicht bald mal irgendwie Essenszeit oder so? Hat er noch was zu sagen? Hallo Bienenmann. Hallo Fremde. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Ohrenschmalz haben wir ja schon. Gut. Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. Vielleicht können wir jetzt hier die Wachstifte... Entschuldigung? Die brauche ich noch. Er braucht noch Inspiration. Hast du Durst? Sogar großen. Leider kann ich die Drinks vom Barmann nicht trinken. Sie bestehen zu über 50% aus Insektenvernichtungsmitteln. Ew. Der Wasserbecher, nee. Strohhalm? Brauchst du einen Strohhalm? Nein, danke. Ich trinke keinen Nektar mehr. Don't drink and fly. Das ist mein Motto. Vernünftig. Kann
Kann ich dir auch ein Glas anbieten? Ein Glas wovon? Na, von mir. Das heißt meinetwegen. Seltsamer Name. Nicht für ein Glas. Für zwei? Abgemacht. Ich habe aber nur das eine. Dann eben nicht. Gut, er hat großen Durst. Vielleicht können wir das Glas nehmen und unten im Waschbecken ein wenig abfüllen da von dem Wasser hin. Probieren wir es einfach mal. Seltsam. Wo ist denn Herr Mantel hin? Hm? Ist sich vielleicht waschen gegangen? Harvey? Hallo, Harvey. Hallo, Edna. Was gibt's? Da kommt der nächste Ausgang. Gut. Noch ein Fleck. Raus, verdammter Fleck. Raus, sage ich. Ist da jetzt Wasser drin? Nee. Schade. Wasserbecher. Oh nein. Der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Na toll. Und nun? Jetzt haben wir nichts zu trinken für den Bienenmann. Hm, was machen wir denn? Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Könnt mir ruhig mal helfen, wenn ihr wollt. Die beiden, die hocken wahrscheinlich immer noch da. Nein, sie sind weg. Das ist ja super. Ich darf nicht meinen niederen Trieben nachgeben. Dann nehmen wir die halt mir mit. Mir fallen zwar tausend Möglichkeiten ein, wie ich die einsetzen könnte. Aber sie ist einfach zu sperrig, um sie die ganze Zeit mit mir herumzuschleppen. Machen die einfach mal ein bisschen dreckig. Ich glaube, mir war auch so, als wenn man die einfach dreckig machen muss. Dann wird die da unten hingeschmissen. Dann können wir da sicher drauf landen. Können wir die noch anmalen? Gut. Ein paar Cornflakes noch dazu? Nee. Hm, lecker! Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Na gut. Vielleicht können wir nochmal mit dem König sprechen. Oder mit Droggelbecher. Oder der Alumann. Gucken wir einfach mal. Auf zum Wäschelift. Na los. Da kommt der nächste Ausgang. Saß da gerade einer in der Waschmaschine? Da kommt der nächste Ausgang. Den Topf versuchen. Na, ich glaube nicht, dass der Bienenmann aus dem Topf trinkt. Wir reden noch mal mit dem Barkeeper. Den haben wir schon lange nicht mehr. Also der kann uns auf jeden Fall nichts zu trinken geben für den Bienenmann. Vielleicht können wir irgendwas anderes mit dem anstellen. Strohhalm? Wofür ist der Strohhalm? Wofür wohl? Damit trinkt man den Stinkdrink. Außerdem kann man damit einen Luftröhrenbypass legen. Das wird allerdings nur bei jedem dritten Stinktrink nötig.
Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Ein Glas Wasser. Biggidi Baggidi Boop. Einmal Komplettlösung, bitte. Ja. Einmal die Komplettlösung, bitte. Ja, die hättest du wohl gerne. Steht aber nicht auf der Karte. Nicht? Vielleicht können wir da was draufschreiben auf die Karte. Was soll ich schreiben? Edna Surprise? Wasser? Wasser? Okay. Wir können alles draufschreiben. Was soll ich schreiben? Kaffee. Okay. Was soll ich schreiben? Biggidi Baggidi Boo. Biggidi Baggidi Boo. Okay. Was soll ich schreiben? Komplettlösung. Okay. Was soll ich schreiben? Edna Surprise. Da wird mich ja mal Edna interessieren, Surprise. Was da drin ist. Okay. Gut, Barmann. Hier, Drink. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Erstmal ein Wasser. Ein Glas Wasser bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht. Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu. Stimmt doch gar nicht. Barmann, einen Drink bitte. Aber vielleicht kriegen wir einen anderen Drink. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Edna Surprise. Einen Edna Surprise bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht. Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu. Wieso kriegen wir denn nichts bei dem? Gib uns was zu saufen, Barmann, Lappen. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Grog vielleicht? Einen Grog bitte. Den servieren wir hier nicht mehr. Warum nicht? Was ist passiert? Lustige Geschichte. So ein Typ hatte herausgefunden, dass sich das Zeug durch Metall fraß. Er hat es benutzt, um das Schloss am Gitter vorne zu zerschmelzen. Das klingt nach einem verwegenen Abenteurer. Ja, netter Kerl eigentlich. Hatte natürlich eine Vollmeise, wie alle hier. Wollte Pirat werden oder so. Schade um ihn. Wieso? Ist er nicht entkommen? Leider nein. Dr. Marcel brach ihm beide Schienbeine. Dann hat er in eine Zelle gesperrt, bis er dort elendig verhungert ist. Oh. Das ist ja gemein. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Was hatten wir denn noch? Einen Biggidi Baggidi Boo bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht. Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu. Wie überzeugen wir ihn denn davon, dass er das geschrieben hat? Ein paar Muster werden ja wohl nicht schaden. Versuchen wir nochmal den zu nehmen. Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Lights out, yo, das könnte sein. Zack. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Einen Edna Surprise bitte. Steht nicht auf. Und was? Lass. Witzbold. Nee, leider auch nicht. Das ist meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu. Nee, so leider auch nicht. Der hat zu gute Augen, der Kerl. Hey, wake up.
Ja, ich achte schon auf den Chat. Aber man beachte die eine Minute Verzögerung. Und meine Konzentration aufs Spiel. Es dauert manchmal, bis ich die Seite gucke. Alu, Mann, hilf uns! Hey, Alu! Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ich muss langsam mal weiter. Nee, hat auch nichts mehr. Ja, ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Na gut, wir haben sowieso 21 Uhr. Wir haben unsere 2 Stunden voll. Ich denke, ich werde jetzt an dieser Stelle mal speichern. Und dann machen wir den Stream für heute erstmal aus. Und dann spielen wir am Donnerstag um 19 Uhr weiter. Und bis dahin gucke ich mal, wie es weitergehen könnte. Gut, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut, dass ihr alle dabei wart. Und ja, das war euer Shibi. Bis dann!